Gut, unabhängig davon hatten wir uns ja auch angefangen, mit den optischen Methoden zu beschäftigen. Ja, das ist so eher auch meine Domäne, die radarbasierten Methoden, die wir ja auch im Titel haben. Das ist so etwas, was wir dann eher am Ende des Semesters machen und wo ich auch eher an der nicht ganz so tief einsteigen werde. Da geht es einfach darum, dass die Grundlagen vielleicht so ein bisschen der Radartechnik und der Hochfrequenztechnik dann besprochen haben. Wir hatten uns ja letzte Woche mit der Sonne oder mit Lichtquellen als im Allgemeinen unterhalten. Wir hatten gesehen, das Licht ist halt spektral verteilt. Wir haben irgendwie einen Wellenlängenbereich so von 380 bis 780 Nanometer, die wir mit dem Auge wahrnehmen können. Wir haben entsprechende Rezeptorzellen im Auge, die Stäbchen und die Zäpfchen, die für hell-dunkel bzw. die Farbwahrnehmung entsprechend ja, zur Verfügung stehen oder dafür zuständig sind. Und wir dann halt das Bild, was wir optisch wahrnehmen, in die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau zerlegen und dass wir halt auch da eine gewisse Empfindlichkeitsverteilung im Auge haben. Wir sind bei Grün oder im grünen Wellenlängenbereich am empfindlichsten. Und das nimmt dann halt zu den Seiten halt ab. Zum Blau-Violetten hin nimmt die Empfindlichkeit ab und dahinter schließt dann ja das Ultraviolette an und zum Orange-Rot nimmt auch die Empfindlichkeit wieder ab und da schließt sich dann entsprechend das Infrarot an. Wenn wir uns jetzt nur das eine ist das Spektrale, ja, also sozusagen die Farben. Das andere ist halt die Auflösung. Und das ist auch typischerweise etwas, was wir bei Kameras haben, wo man immer guckt, wie gut ist die Auflösung meiner Kamera und wie gut ist letztendlich auch die spektrale Empfindlichkeit, die Farbwiedergabe und so weiter. Heute wollen wir uns ein bisschen mal mit der räumlichen Auflösung des Auges beschäftigen. Und da ist der wichtigste Parameter ist der Sehwinkel. Ja, Sie haben vielleicht auch noch schon mal reingeguckt, da will ich auch jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber dadurch, dass wir halt so wie es bei einer Kamera auch ist, ja, Sie wissen ja, Ihre Mobiltelefonkameras, die haben irgendwie Auflösungen im Megapixelbereich, also ich weiß nicht, was zurzeit so aktuell ist, 10 Megapixel, 20 Megapixel, 40 Megapixel. Ja, es ist die Frage, wofür brauche ich eigentlich diese hohen Bildauflösungen? Warum? Und so haben die Kameras begonnen, das werden wir auch sehen. Früher hat man irgendwie mit einem Megapixel begonnen, da hatte also ein Bild so typischerweise eine Auflösung von 1000 mal 1000 Bildpunkten. Da würden Sie heute niemanden mehr mit überzeugen. Aber die Bilder, die man früher gemacht hat, gingen ja auch und hatten ja auch eine gewisse Schärfe schon und waren halt sinnvoll, wenn ich irgendwie ein Foto von einer Szene geknipst habe, von einer Person oder sowas. Dann war das ja auch entsprechend schon ein gutes Foto, auch wenn es ja nur ein Megapixel hatte. Wenn ich jetzt Kameras habe, die 20 Megapixel haben, also 20 mal so viele Bildelemente haben, dann habe ich ja möglicherweise bei einer großen Szene, die ich jetzt einfach mal knipse, ich mache mit meinem Telefon einfach mal ein Bild, dann sieht die Szene vielleicht ziemlich ähnlich aus wie bei dem 1-Megapixel-Bild. Aber wo ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, wenn ich mich jetzt in das Bild rein vergrößere. Wenn ich jetzt also, wenn Sie zum Beispiel hier, wie ich hier stehe, von mir ein Foto machen würden, dann wäre das, und was wir zurzeit hier aufnehmen, sind ungefähr 2 Megapixel, also HD-Qualität. Ich habe hier jetzt eine Auflösung von 1900 mal 20 mal 1080, also 2000 mal 1000. Das sind dann halt ungefähr 2 Millionen Pixel, die hier aufgelöst werden. Bei Zoom kommt natürlich jetzt nur noch ein Bruchteil bei Ihnen an, aber wenn ich das Video dann nachher mir angucke, dann habe ich hier auch so ungefähr 2 Megapixel Auflösung. Das ist schon eigentlich ganz, ganz gut. Allerdings, wenn ich mich jetzt in das Bild rein vergrößern möchte, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier, keine Ahnung, gucken möchte, ob ich einen Pickel auf der Nase habe, dann werden Sie bei einer normalen oder bei einer 2-Megapixel-Auflösung dann irgendwann an die Grenzen stoßen, nämlich wie groß ist die kleinstmögliche Auflösung, die ich hinbekommen kann. Ja, und wenn ich jetzt ein Bild habe, das 20 Megapixel hat, dann kann ich halt immer weiter rein vergrößern und der Bildpunkt, mein einzelner Bildpunkt, ist dann, der auf der Kamera abgelegt ist entsprechend kleiner und dann kann ich stärkere Details mir angucken. Also das heißt, ich brauche diese hohen Auflösungen typischerweise, um
mich in ein Bild rein zu vergrößern. Das ist halt bei den Mobilfunkkameras auch da, um Sachen ranzuzoomen. Wir werden es noch sehen. In der Regel benutzt man halt auch, um Szenen näher ranzuholen, eigentlich Linsen. Dafür sorgt halt ein Fernrohr. Auch das haben sie in der Physik gelernt. Halt, und das werden wir jetzt auch gleich sehen, um das ranzuholen. Aber in unserem Mobiltelefon sind nur bedingt Möglichkeiten gegeben, mit Linsen entsprechend zu arbeiten. Sie wissen vielleicht, habe ich jetzt gerade nicht hier liegen, aber ein Objektiv, mit dem Sie, oder ich hole es mal gerade, ein Objektiv mit einer hohen Brennweite, mit einer großen Brennweite, wo Sie dann auch wirklich Sachen sehr nah ranholen können, die sind halt schon ziemlich groß. Ja, das heißt, also jetzt hier eine Brennweite, was eine Brennweite ist, wissen Sie vielleicht, aber das besprechen wir nochmal, das hat eine Brennweite hier von 200 Millimetern. Ja, also Sie können sich vorstellen, das passt jetzt an ein Smartphone nicht wirklich dran. Und entsprechend müssen die Smartphones halt ihre Möglichkeit, Sachen heranzuholen, durch reinzoomen ins Bild machen. Die machen es digital. Und deshalb haben die meistens halt auch so hohe Auflösung, um auch da, auch wenn ich etwas näher ranhole, trotzdem das Bild immer noch einigermaßen scharf zu haben. Das vielleicht nochmal. Ja, ich weiß, dass das Skript, was ich hier habe, verrauscht ist. Deshalb der Tipp an Sie vielleicht, machen Sie den OLAD-Kurs bei sich auch in einem zweiten Fenster auf. Dann können Sie sich das halt auch direkt in OLAD angucken. Wir hatten noch die Option, dass ich meinen Bildschirm teile in Zoom, aber das ist auch eigentlich nicht so optimal, weil ich hier verschiedene Videoquellen habe, die zusammenkommen. Und wenn ich gleich umschalte, dann kann ich wieder nicht teilen. Also der Tipp, und ich sehe auch gerade wieder, ich habe hier so eine komische Einstellung, dass den Chat nicht alle sehen können, doch jeder öffentlich und privat. Dann machen wir es so. Dann sehen auch alle, was im Chat geschrieben wird. Also hier wurde gerade kurz angemerkt, dass das, was hier hinter mir ist, möglicherweise nicht so gut in Zoom zu sehen ist. Das liegt wahrscheinlich an der Bandbreite von Zoom, dass es da halt entsprechende Übertragungsverluste gibt. Deshalb gehen Sie einfach vielleicht in den OLAD-Kurs rein und machen Sie auch die Seite auf in einem zweiten Fenster. Dann können Sie das auch ein bisschen mitlesen. Das ist das Problem. Wenn ich da nachher ein Video draus mache und das hochlade, dann haben wir halt hier die volle Auflösung. Sie sehen damit schon wieder so ein bisschen auch, was räumliche Auflösung bedeutet. Warum jetzt die räumliche Auflösung hier schlechter ist, liegt jetzt an der Übertragungsbandbreite. Das ist Kompression. Mal gucken, vielleicht können wir uns damit auch nochmal bei Gelegenheit ein bisschen beschäftigen. Also, das wäre der Punkt. Und jetzt ist die Frage. Lange Rede, kurzer Sinn. Als erstes fragen wir uns natürlich, wie ist denn die Auflösung unseres Auges? Was können wir mit dem Auge wahrnehmen? Und jetzt kann man natürlich unser Auge nicht irgendwie mit Megapixel hinterlegen, beziehungsweise kann man schon, man hat irgendeine bestimmte Anzahl an Stäbchen und Zäpfchen. Ich habe ehrlicherweise die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber wichtig ist natürlich, was kann ich noch sehen? Und was kann ich entsprechend auflösen, wenn ich halt mir eine Szene anschaue? Und da wissen wir als erste Erfahrung schon mal, die Auflösung ist abhängig auch vom Abstand. Ja, wenn ich hier irgendwo ein Blatt Papier habe und ich lese einen Text, dann habe ich den so auf Armlängenweite und da kommen wir noch zu. Das sind dann so typischerweise 20, 25 Zentimetern. Da kann ich noch was scharf lesen, wenn der gleiche Text natürlich 3 Meter entfernt an der Wand hängt, dann kann ich es nicht mehr lesen. Das heißt, da nimmt die Auflösung ab. Und das ist natürlich auch irgendwo logisch. Und deshalb definieren wir die Auflösung jetzt über einen sogenannten Sehwinkel. Also was ist der Winkel, unter dem mein Auge schaut? Und dann ist auch klar, wenn ich jetzt hier mal auf das Bild gehe, dann ist der Sehwinkel, der hier das Auge hat, und es ist jetzt natürlich, der ist viel zu groß gewählt, das soll nur der, also ich hoffe, man kann diese Schemazeichnung erkennen, das soll ein Auge sein, das nach rechts schaut und dieser kleine Winkel Epsilon, das ist jetzt der sogenannte Sehwinkel, unter dem ich ein bestimmtes Objekt sehen kann und der Sehwinkel nimmt natürlich ab, je weiter das Objekt weg ist. Wenn ich diesen Abstand gehe, hier nach
um die doppelte Weite verschiebe, dann wird natürlich auch mein Sehwinkel entsprechend kleiner werden. Ja, und das kann man jetzt ein bisschen rechnen, das ist aber jetzt erstmal alles nicht so wirklich zwingend, beziehungsweise wenn ich jetzt hier mal gucke, was man zum Beispiel auch sehen kann, ist, da ist eine Beispielrechnung jetzt, die Sonne, die ist natürlich viel, viel weiter weg als der Mond. Ich habe es jetzt hier nur mal für die Sonne gerechnet, die ist 1,4 Millionen Kilometer im Durchmesser, aber 150 Millionen Kilometer entfernt und hat dann wir sehen die Sonne, damit Sie auch mal vielleicht ein Gefühl dafür haben, unter einem Sehwinkel von ungefähr 0,009 Radiant. Und die Umrechnung zwischen Radiant und Grad, die Sie ja vielleicht auch entsprechend kennen, ein Vollkreis 360 Grad sind 2 Pi und diese Größe in Pi, also Vollkreis 6,28 ungefähr dann, das sind die Radiant, das wären dann halt ungefähr 0,5 Grad. Also die Sonne sehen wir halt unter einem, die Sonne sehen wir unter einem Sehwinkel von 0,5 Grad. Das heißt, wenn wir in den Himmel schauen, dann ist dieser Öffnungswinkel, den wir da wahrnehmen, 0,5 Grad. Interessanterweise hat der Mond ungefähr den gleichen Sehwinkel. Ja, Mond und Sonne erscheinen am Himmel ähnlich groß, obwohl der Mond ja nur ungefähr 380.000 Kilometer von der Erde entfernt ist. Die Sonne 150 Millionen Kilometer. Und da sehen Sie im Endeffekt, die Sonne ist halt viel, viel, viel größer als der Mond und deshalb ist das Verhältnis von Abstand zu Größe und der Winkel, den kann man dann halt auch für kleine Winkel Epsilon halt auch nähern durch einfach das Verhältnis von Objektgröße zu Objektabstand, G durch S. Ja, und da kann man so ein bisschen mit rechnen und dann, und das ist jetzt, das sollten wir uns vielleicht merken, der kleinste Winkel, das ist jetzt die Auflösung des Auges, die unser Auge noch wahrnehmen kann oder die unser Auge noch unterscheiden kann, ist ungefähr das Auflösungsvermögen von einer Winkelminute, ja, einem 60stel Grad. Das kann unser Auge noch entsprechend auflösen und das sind dann halt ungefähr 3 mal 10 hoch minus 4 Radiant. Und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt hinzu, also wie gesagt, das Kleinste, was ich mit dem Auge sozusagen noch sehen kann, ist eine Winkelminute. Ein 60stel Grad. Und jetzt kann man natürlich überlegen, und das ist auch wichtig, unser Auge kann ja seine Brennweite verändern, indem es halt die Linse akkommodiert. Und dann kann ich halt für verschiedene Abstände auch, ich hoffe, das sieht man jetzt, auch scharf stellen. Allerdings haben wir eine Möglichkeit, also hat das Auge ist da begrenzt. Wir können nur bis zu einem bestimmten Abstand scharf sehen und das sind ungefähr ab 10 cm. Können wir scharf sehen. Stärker kann unsere Augenlinse sich nicht krümmen, um das noch scharf abzubilden. Und entspannt schauen wir halt bei 25 cm. Das ist irgendwann mal so ein bisschen festgelegt worden. Das ist so eine Armlänge. Ja, mittlerweile bei mir, ich bin ja schon in einem etwas gesetzteren Alter, da kommt jetzt eine Altersweitsichtigkeit hinzu. Das heißt, ich muss ein Blatt schon weiter weghalten, um es noch scharf zu sehen. Also diese Fähigkeit des Auges, scharf abzubilden, nimmt auch mit dem Alter entsprechend ab. Da sind Sie noch in einer deutlich besseren Position. Und wenn ich jetzt das Ganze mal ausrechne für, und das nennt man dann natürlichen Sehabstand, das sind immer so ein bisschen Begriffe, die da etwas durcheinander kommen, oder die deutliche Sehweite, das ist der Begriff, der steht hier unten irgendwo, na, mit meiner Hand wieder weg, das sind so 25 cm, das ist halt entweder die deutliche Sehweite oder der natürliche Sehabstand. Der ist 25 cm. Wenn ich jetzt diese eine Winkelminute dafür ausrechne, dann sehen wir da, können wir noch ein Objekt von ungefähr 70 Mikrometern erkennen in 25 cm Entfernung. Und da habe ich auch mal so eine Karte gemacht und kann man halt hier mal schauen, wie gut man das sieht. Das ist aber jetzt alles erstmal nicht so wichtig. Aber vielleicht, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, das steht hier unten jetzt auch, ein Haar hat ungefähr die Dicke von 50 bis 80 Mikrometer. Und das ist genau der Punkt, wenn ich mir jetzt hier ein Haar ausreißen würde, das können Sie nicht sehen, ich habe es auch nicht geschafft, und halte das so am langen Arm, dann kann ich typischerweise das Haar noch erkennen. Und das ist so die Auflösungsgrenze unseres Auges. Dann kann man wirklich jetzt nicht mehr noch irgendwelche Strukturen auf dem Haar erkennen. Aber so am ausgestreckten Arm
Das ist so das Auflösungsvermögen, was dann auch entsprechend ein Auge hat. Und dann kann ich natürlich vorstellen, das Haar sehe ich in 3 Metern Entfernung nicht mehr an der Wand kleben. Da ist mein Auflösungsvermögen zu schlecht. Und dann muss es halt entsprechend größer werden. Und je weiter Objekte wechseln, desto größer müssen sie sein, damit ich sie entsprechend wahrnehmen kann. Und dann, das ist sozusagen unser Beobachtungsinstrument, das wir immer bei uns haben, das Auge. Und dann brauchen wir natürlich entsprechend Hilfsmittel, um unser Auflösungsvermögen zu verbessern. Und dann kommen wir halt zur nächsten Folie. Und das ist so ein bisschen der Punkt, dass Sie sich vielleicht hier jetzt einfach merken, was ist der Sehwinkel, was ist halt auch die minimale Auflösung des Auges, also der minimale Sehwinkel. Und dann beziehe ich das meistens auf die natürliche Sehweite von 25 Zentimetern oder ich glaube, das nennt sich auch deutliche Sehweite. Das ist so der, wo das Auge auch entspannt schauen kann. Gut, und dann brauchen wir halt optische Hilfsmittel, wenn wir Sachen sehen wollen, die noch kleiner sind. Und hier habe ich so ein optisches Hilfsmittel, das Sie dann auch kennen, also eine Lupe. Und wir wollen vielleicht erstmal uns ganz kurz mit der Lupe oder der Linse beschäftigen. Ich hatte ja auch beim letzten Mal gesagt, wir wollen uns jetzt auch Richtung Kameras entwickeln. Ich will jetzt nicht zu sehr auf die Vergrößerung erstmal eingehen, auf Mikroskope, das kommt danach, denn wir arbeiten ja auch in der Fotogrammetrie mit Kameras und je mehr wir von Kameras verstehen, desto besser ist das vielleicht auch erstmal für unser Fortkommen. Und ich kann vielleicht auch mal hier das alles ein bisschen hochschieben. Wir brauchen ja gar nicht so viel Platz da oben. Und dann sehen wir halt, dass wir eine Vergrößerung haben und die Vergrößerung, Moment, die bezieht sich halt auf unsere deutliche Sehweite. Also wenn ich jetzt das in 25 cm Entfernung sehe und Sie können sich vorstellen, wenn ich jetzt hier ein Blatt habe und gucke mir das jetzt durch die Lupe an, dann wird das Ganze größer, das heißt, der Sehwinkel für mein Auge wird vergrößert und deshalb kann ich halt dann auch kleinere Strukturen erkennen als diese eben benannten 70 Mikrometer. Und das Verhältnis halt des Sehwinkels ohne Instrument, also mein normaler Sehwinkel, eine Winkelminute, zu dem Sehwinkel mit Instrument, das ist dann typischerweise die Vergrößerung. Und Sie sehen, ich habe hier genau die gleiche Lupe, wie ich sie auch auf, in dem Kurs seinerzeit verwendet habe. Ich habe das Skript oder die Folien halt auch vor einem Jahr geschrieben. Und dann können wir uns mal überlegen, wie funktioniert das Ganze? Wie bilde ich jetzt Sachen ab? Und ja, gut, das kennen Sie ja eigentlich alles aus der Physik, aber nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Wir haben hier den entsprechenden Parallelstrahl, der wird zum Brennpunktstrahl. Wir haben den Brennpunktstrahl, der wird zum Parallelstrahl und wir haben den Mittelpunktstrahl, der geht ungebrochen durch ein Objekt durch und wir sehen dann auch das Phänomen, wenn wir also hier eine einfache, und das ist jetzt noch der Name hier, das ist eine Bikonvexlinse, ja, also es gibt ja die Konvexlinsen und die Konkavlinsen und es gibt die Konkav-Konvexlinsen und unterschiedlichste Sachen, die auch unterschiedliche Eigenschaften haben, aber da wollen wir auch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Und wir bewegen uns hier außerhalb der Brennweite und ich glaube, ich habe hier, muss ich mal ganz kurz unten gucken, für diese Linse habe ich eine Brennweite von ungefähr 17 cm bestimmt. Wenn ich also jetzt weiter als 17 cm weg bin und mit dem Auge weiter als 17 cm weg bin, dann wird halt mein Objekt hier entsprechend Spiegel verdreht oder auf den Kopf gestellt abgebildet. Das habe ich hier auch mal im Endeffekt an einem Objekt gezeigt, wenn ich hier das Ganze fotografiere. Wie eine Linse funktioniert, denke ich, das ist Ihnen auch in der Regel bekannt. Wie man auch jetzt über die Krümmungsradien der Linsen die Brennweite einstellt, über die sogenannte Linsenschleiferformel. Da will ich jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen, aber es gibt im Endeffekt 2 Größen, die für die Brennweite der Linse verantwortlich sind. Das ist der Krümmungsradius meiner Linse oder die beiden Krümmungsradien der Linsen. Manchmal oder meistens sind sie auch symmetrisch, so wie hier die Linse. Und es ist der Brechungsindex des Linsenmaterials. Und der liegt so typischerweise bei 1,5
bei Glas und 1,7 bei Kunststoff. Es gibt natürlich auch hochbrechende Gläser nochmal. Da kommt man so irgendwie an die Zahl 2 ungefähr ran. Aber damit kann man das Ganze dann entsprechend bestimmen. Aber da wollen wir auch jetzt nicht so sehr darauf eingehen. Ich habe hier immer noch mal ein paar Links auch drin, wenn man halt sich da etwas noch mal näher mit beschäftigen möchte. Ja, gut. Also wir waren hier bei den Linsen. Das war das über den Brechungsindex und über die Radien machen. Und wir sehen halt hier, dass wir dann halt auch die Linse da entsprechend die Brennweite ermitteln können. Einfachsten ist, wir nehmen Parallelenstrahl und gucken, wohin er fokussiert wird. Eine gute Näherung für paralleles Licht ist das Sonnenlicht. Ja, das kommt zwar von einem Objekt, das 1,4 Millionen Kilometer ausgedehnt ist, aber einen Abstand von 150 Millionen Kilometern hat, und die Sonnenstrahlen treffen doch in einer gewissen guten Näherung parallel auf die Erdoberfläche. Und das heißt, wir können also hier mit einer Linse dann halt das Ganze auch entsprechend fokussieren. Und dann habe ich damit, das gibt es auch so ein kleines Video geguckt, wie groß, wann habe ich den Brennfleck. Und das ist halt auch nochmal ganz spannend zu sehen, vielleicht auch in dem Video. Ist es, ich weiß nicht, ob es das Video ist, doch ich glaube schon, dass natürlich dann die gesamte Lichtenergie auch auf einen kleinen Fleck gebündelt wird. Ich meine, das kennen Sie. Aber da habe ich halt an einem guten sonnigen Tag, so wie heute, das mal ausprobiert, und da kriegen Sie halt auch problemlos dann ein Streichholz mit entzündet, wenn Sie also da die gesamte Lichtintensität, die eigentlich auf die gesamte Fläche der Lupe verteilt ist, dann in einen entsprechenden Fokus zusammenführen. Gut. Spannend oder sinnvoll wird die Lupe aber erst dann, wenn ich mein Objekt nicht außerhalb der Brennweite betrachte, sondern wenn ich mein Objekt in der Brennweite betrachte oder sogar das Objekt zwischen Brennweite und Linse stelle. Erst dann kommt die eigentliche Lupenwirkung zum Tragen. Und das ist hier entsprechend gezeigt. Steht mein Objekt, und man nimmt gerne bei solchen Sachen, nimmt man ein Objekt in die Brennweite, oder ich muss mich gerade mal, als Objekt nimmt man gerne, und ich weiß nicht, ob es da erkennen kann, nimmt man eine Kerze. Ja, das ist halt auch ein selbstleuchtendes Objekt. Da kann man dann immer, das findet man oft in den Büchern, dass man eine Kerze nimmt. Ich hoffe, Sie erkennen, dass das hier eine gelbe Kerze mit einer orangenen Flamme ist. Und wenn die jetzt hier genau in der Brennebene steht, dann hat man halt den Vorteil, dass dieses Licht, was von der Kerze ausgeht, halt zu einem Parallelstrahl wird. Weil jetzt, natürlich ist sie ausgedehnter als nur die Brennebene, aber wir können in erster Linie mal ausgehen, sie ist wirklich so schmal in der Brennebene, dann wird daraus ein entsprechender Sehstrahl, ein entsprechender Parallelstrahl. Und wenn wir das jetzt Ganze ausrechnen, dann sehen wir halt, und wir nehmen eine Lupe dazu, dass jetzt die Vergrößerung, die Winkelvergrößerung, die wir erreichen, beim natürlichen Sehabstand halt sich ergibt als den natürlichen Sehabstand 25 cm dividiert durch die Brennweite. Ja, also ich kann erst dann etwas vergrößern, wenn die Brennweite meiner Linse oder meiner Lupe tatsächlich kleiner als 25 cm ist. In dem Falle, die Lupe, die ich hier habe, die 17 cm Brennweite hat, die vergrößert ungefähr einen Faktor 1,5. Also wenn ich jetzt hier meine Hand so Armlänge weghalte und halte die Lupe dazwischen und komme jetzt auch genau in die Brennweite, dann habe ich hier einen Faktor von 1,5. Das kennen Sie aber eigentlich auch besser. Eine Lupe kann besser vergrößern als nur diesen einfachen Faktor 25 cm durch Brennweite. Nämlich die Vergrößerung steigt, wenn ich mein Objekt jetzt zwischen Brennweite und Linse stelle. Ja, das sieht man hier. Wie gesagt, das müssen Sie mal dann schauen im Skript, auch bei OLAD. Das ist ja wahrscheinlich hier jetzt zu klein dargestellt. Ich kann mal gucken, ob ich das hier noch etwas vergrößert bekomme. So, und dann sehen wir hier die Brennweite F. Und wenn jetzt das Objekt näher ranrückt, dann habe ich kein reelles Bild mehr. So, wir hatten ja eben den Parallelstrahl.
Also das Bild wird ja eigentlich in den Brennpunktstrahl auch gebündelt, wenn ich außerhalb der Brennweite bin. Wenn ich in der Brennweite bin, dann habe ich einen Parallelstrahl. Wenn ich näher an die Linse gehe als die Brennweite, dann wird mein paralleles Licht nicht mehr konvergent, ja, sondern wird divergent. Und jetzt bekomme ich dann kein Bild mehr auf der anderen Seite der Linse abgebildet, sondern ich bekomme jetzt ein virtuelles Bild, das praktisch hinter meiner Linse entsteht. Ja, und das kann ich jetzt entsprechend nutzen. Das ist so der typische Linseneffekt, den Sie erkennen. Wir gucken ja durch die Linse der Lupe hindurch und sehen jetzt hinter dem Objekt oder wir sehen von dem Objekt, das wir betrachten, ich sehe jetzt hier meine Hand, ein vergrößertes Bild, ein vergrößertes virtuelles Bild. Und der Vorteil des virtuellen Bildes ist auch noch, dass es gleich orientiert wie das eigentliche Objekt. Ja, das steht nicht auf dem Kopf. Und so kann ich halt mit meinem Objekt, mit meiner Lupe jetzt halt hier auch schauen, habe ich irgendwie mir einen kleinen Splitter in den Finger gehauen oder nicht? Und wenn ja, wo ist der und wie kriege ich den auch vielleicht wieder entfernt? Oder halt, wenn wir bei der Forensik bleiben, das typische Beispiel eines Detektivs, der einfach mit seiner Lupe erstmal den Tatort untersucht, um auch kleine Objekte zu entdecken, die dem Auge erstmal verborgen bleiben. Und wenn wir das Ganze dann durchrechnen, dann sehen wir halt hier, und das ist auch nochmal ein Punkt, man kann jetzt auch das Objekt natürlich auch nicht beliebig nah irgendwie ranholen, sondern da gibt es auch wieder eine gewisse Grenze. Und die kann man über diese Formel ausrechnen. Und wenn man das Ganze einsetzt, dann sieht man halt hier, dass man das S-Min entsprechend bekommt, den Mindestabstand, beziehungsweise hier, ich springe gerade etwas, ich muss mich gerade selber nochmal orientieren, die Vergrößerung der Lupe, die ist jetzt abhängig von meinem natürlichen Sehabstand dividiert durch S, nämlich wie nah ich jetzt an die Lupe herangekommen bin. Und dieses S-Min, das ergibt sich wiederum durch S0 mal F dividiert durch S0 plus F. Das ist eine relativ längliche Herleitung, die soll uns auch erstmal egal sein. Aber dann sehen wir, dass die maximale Vergrößerung, die eine solche Lupe erzielen kann, gerade meine natürliche Sehweite plus der Brennweite dividiert durch die Brennweite ist. Und wenn ich das dann entsprechend einsetze für verschiedene Lupen, dann kriege ich halt hier dann entsprechende Vergrößerungen mit der Lupe entsprechend hin. Und ich habe es ja auch im Beispiel mal durchgerechnet, eine Brennweite von 5 cm und auch vielleicht das nochmal, das kennen Sie ja vielleicht auch, die Brennweite oder die Brechkraft einer Lupe wird typischerweise nicht über die Brennweite angegeben, sondern über den Kehrwert der Brennweite. Und das ist dann die Dioptrie. Also wenn ich die Brennweite in Metern angebe und nehme davon den Kehrwert, dann habe ich das in Dioptrie. Das kennen Sie vielleicht auch von Ihren Brillen, von den Sehstärken. Wenn Sie Brillenträger sind, dann kriegen Sie auch von Ihrem Optiker eine Brille mit 1 Dioptrie, 2, 3 oder wie viel auch immer, auch 2,5 oder 2,75. Und da kann man im Endeffekt die Brennweite ableiten, indem man davon den Kehrwert bildet. Und das Ganze hat man dann die Brennweite in Metern. Man kann es dann auch gegebenenfalls in Zentimetern umrechnen, damit man eine bessere Vorstellungskraft hat. Und wenn ich das Ganze jetzt hier einmal so durchgehe, dann kann ich zum Beispiel mir mal eine Linse nehmen, die eine Brennweite von 5 cm hat. Das wären 20 Dioptrien, das ist schon einiges. Damit kriege ich dann eine fünffache Vergrößerung hin. Sie sehen also, so eine Lupe, die kann vergrößern und fünffach ist schon einiges, aber sie kann auch jetzt nicht beliebig vergrößern. Und deshalb werden wir dann auch zu den Mikroskopen irgendwann mal übergehen. Die haben Vergrößerungen so in der Größenordnung mehrere hundertfach. Ja, also da kann man auch irgendwie 500-fach mit vergrößern. Man kommt irgendwann, und das ist auch das Wichtige, beim Mikroskop oder bei der optischen Abbildung an eine Grenze. Man kann jetzt nicht mit einem wie auch immer gearteten optischen Mikroskop, das Licht verwendet, irgendwie 10.000-fach vergrößern. Denn wir werden lernen, die Auflösung und das Vergrößerungsmaß eines Mikroskops ist abhängig von der verwendeten Wellenlänge. Und wir können diese Wellenlänge nicht unterschreiten. Und wir haben ja schon jetzt gelernt, das wissen Sie auch schon längst, also dass
normale, natürliche Licht liegt so in der Größenordnung 500 Nanometer. Also ja, 380 bis 780, 550 ist so irgendwie so die Mitte. Ja, also wir können da nicht größer werden und deshalb ist auch die Vergrößerung, die wir optisch erreichen können, begrenzt. Und deshalb braucht man dann Elektronenmikroskope oder Röntgenmikroskope, also Licht, das viel kürzere Wellenlängen hat und so weiter. Aber da kommen wir dann später nochmal zu. Aber wenn wir uns schöne Lupen verwenden wollen, dann kommt man halt hier irgendwie so an diese Grenzen. Ich habe es hier mal gerechnet für eine Lupe mit 5 cm Brennweite. Oder hier mit 4,2 cm Brennweite kommt man auf eine sechsfache Vergrößerung. Und ich habe hier mal auch aus einem Katalog der Firma Zeiss einfach mal rausgeholt. Sie sehen hier immer die Brechkraft. Ja, das ist dann die Dioptrie umgerechnet dann in die entsprechende Brennweite. Und da kriegt man hier so Vergrößerungen so um den Faktor, ja, einige fünffach oder was sind das hier, 3, irgendwas Fach. Das geht noch ein bisschen mehr, aber. Insofern kann man da halt entsprechend mit so Lupen auch nur bedingt Gegenstände vergrößern. Und was bedeutet die Vergrößerung? Die Vergrößerung bedeutet halt jetzt eine entsprechende Vergrößerung meines Sehwinkels. Ja, wenn ich eine zweifache Vergrößerung habe, dann sehe ich halt jetzt Objekte nicht unter einer Winkelminute noch scharf, sondern unter einer halben Winkelminute noch scharf. Und dann kann ich ausrechnen, wie groß sind dann Objekte, die ich dann noch sehen kann. Und in der einfachen Näherung für kleine Winkel kann ich dann auch bei einer Swarmvergrößerung tatsächlich halb so große Objekte noch erkennen. Also ich kann mit dem Auge dann halt auch noch Objekte in der natürlichen Sehweite von ungefähr 35 Mikrometer wahrnehmen. Wenn ich eine fünffache Vergrößerung habe, halt von wenigen Mikrometern wahrnehmen. Und ja, und kann dann so das Ganze entsprechend sehen. Vielleicht hier auch nochmal der Hinweis, ich weiß nicht, das geht eigentlich jetzt schon zu weit in den Mikroskop. Ich weiß nicht, ob Sie sich das Video angeguckt haben mit der Zelle. Und da fing es ja an, dass van Leeuwenhoek halt da das erste Mikroskop 1675 ungefähr dann auch entdeckt oder entwickelt hat. Der hat noch nicht ein komplexes Mikroskop aufgebaut. Der hat tatsächlich eine extrem leistungsstarke Lupe produziert. Und auch wenn ich eben gesagt habe, das ist irgendwie begrenzt, er hat tatsächlich, und man weiß, das ist auch ganz spannend, man weiß eigentlich bis heute nicht so ganz genau, wie er diese kleinen Linsenradien hinbekommen hat. Ja, das waren ja wirklich kleinste Perlen, die er da produziert hat. Man hat so Ideen, aber es ist nicht so wirklich überliefert, wie er das genau gemacht hat. Er war ja auch eigentlich gar kein Techniker oder kein Naturwissenschaftler, kein Forscher, sondern er war ja eigentlich Stoffhändler. Aber die Stoffhändler hatten auch immer das Bedürfnis, Sachen stark vergrößert zu sehen, denn sie konnten dann unter der Lupe halt sich auch die Qualität eines Stoffes anschauen. Wie gut war er gewebt? Und deshalb brauchten sie halt auch Vergrößerungsinstrumente. Und der van Leeuwenhoek, der war wohl auch ein relativ wohlhabender Stoffhändler und der hatte dann einfach viel Zeit, Sachen zu optimieren und dann hat er halt immer weiter gearbeitet und hat dann halt tatsächlich Strukturen, also Linsen erzeugt, die extrem hochbrechend waren und das habe ich hier auch mal irgendwie ausgerechnet. Er hat also Vergrößerungsfaktoren hinbekommen schon vom Faktor 250 und war damit dann auch wirklich in der Lage, in den Bereich wenige Mikrometer, ein Mikrometer einzudringen und das sind so die Größen, auf denen dann wirklich Zellen und kleinste Mikroorganismen dann entsprechend auch sichtbar sind. Und damit konnte er halt wirklich diese mikrobiologische Welt, die kleinste Welt, dann auch erstmals sichtbar machen. Und das haben Sie auch wie Sie das Video gesehen haben, er wurde ja selbst, glaube ich, dann vom König besucht, der dann einfach mal durch sein Mikroskop gucken wollte und sehen wollte, wie das Ganze funktioniert, wenn man dann halt. Es gibt auch ein Video hier in meinem Kurs, wo ich einfach mal aus einem Teich eine Wasserprobe genommen habe, jetzt nicht aus einem stark fließenden Gewässer, da passiert nicht so viel, aber aus einem stehenden Tümpel, der auch so ein bisschen grünlich ist. Und wenn man das unter dem Mikroskop betrachtet, dann ist da eine ganze Menge an Mikroorganismen drin und man kann da viel im Mikroskop sehen, aber da kommen wir entsprechend noch später zu. Gut, dann würde ich jetzt nämlich den Punkt Mikroskop erstmal überspringen. Und würde mit Ihnen jetzt zum Thema Kameras kommen.
kommen. Und ich würde jetzt vielleicht noch, weil ich tatsächlich jetzt wahrscheinlich auch gleich weg muss, mit Ihnen mal ganz kurz die historische Entwicklung nochmal anreißen und dann würden wir da nächsten Montag weitermachen. Wie gesagt, Sie können das ja auch alles selber lesen. Ich habe hier immer so ein paar schöne Anschauungsobjekte dabei. Ich habe hier also auch eine Kamera. Ich habe hier auch noch einen chemischen Fotofilm da. Ja, aber das kann ich Ihnen ja jederzeit immer nochmal zeigen. Wir haben nämlich jetzt sozusagen nicht nur das Bedürfnis, dass wir Sachen vergrößern wollen, dass wir also mit dem Auge möglicherweise Sachen sehen können, die wir eigentlich ohne Hilfsmittel nicht sehen können. Deshalb die Lupe, dass wir das Mikroskop. Das war sicherlich auch einer der Durchbrüche in der biologischen Forschung, dass die Biologen oder die Naturforscher seiner Zeit wirklich gesehen haben, die lebenden Organismen sind wirklich aus kleinsten ähnlichen Kompartimenten aufgebaut, aus den Zellen. Und das war natürlich ein extremer Quantensprung, ein extremer Wissenssprung in der Entwicklung, dass man das irgendwie dann durchschaut hat. Und da ist dann die Biologie auch in ihrem Wissen und damit auch die Medizin dann explodiert. Aber wir haben auch immer das Bedürfnis als Menschen gehabt, oder heute noch, und das ist auch sehr wichtig für uns, dass wir auch optische Szenen aufzeichnen können, dass wir sie nach der Nachwelt sozusagen erhalten können, Fotos, dass wir Fotos von irgendwelchen Ereignissen, von der Familienzusammenkunft aufzeichnen, um es auch später nochmal anzugucken, wer war da. Die Polizei ist natürlich auch, es ist wichtig, dass man, wenn man irgendwo einen Tatort hat, dass man das Ganze optisch dokumentiert, dass man jederzeit immer nochmal nachgucken kann, wie lagen Sachen da zusammen, wie war die Gesamtsituation, was kann man da erkennen. Da wird sehr viel fotografiert. Wir machen mittlerweile sehr viele Sachen halt auch digital. Wir verarbeiten dann die Daten am Computer, wir nehmen Bilder und können es noch nachbearbeiten. Sie machen ja vielleicht auch Bildverarbeitung. Und so weiter und so fort. Also, das war immer schon so eine Sache. Und die ersten Sachen kennen wir alle sicherlich, war halt dann die Malerei mit einfachsten Mitteln, Höhlenmalerei, wo praktisch tägliche Szenen dann auch von der Jagd oder von der Fischerei festgehalten worden sind. Auch das ist sicherlich ein kultureller Aspekt, den wir Menschen auch anderen Bewohnern der Erde halt voraus haben, dass wir auch dieses Bedürfnis haben, auch Sachen festzuhalten. Das hat man also, soweit mir bekannt ist, im Tierreich noch nicht beobachten können, dass Tiere irgendwelche Szenen versucht haben festzuhalten, aufzumalen, auch anderen zugänglich zu machen. Das könnte sicherlich schon eine Besonderheit sein, die wir als Menschen haben. Die Fähigkeiten zu malen wurden dann halt auch immer besser. Hier haben wir auch das Bild von Rembrandt, das vielleicht auch zu unserem Thema ganz gut passt. Die Anatomie des Dr. Tulp, wo dann im Endeffekt auch ein Mensch entsprechend halt hier seziert wird. Aber das, ich glaube, Rembrandt hat das Bild jetzt nicht aus wissenschaftlichen Zwecken gemalt, sondern um diese Szene einfach festzuhalten. Da Vinci hingegen hat Bilder gemalt, um wirklich auch wissenschaftlichen Forschenden oder auch das Wissen festzuhalten und hier zum Beispiel auch zu zeigen, wie sind die Proportionen bei einem Menschen. Und er hat auch, soweit ich weiß, auch schon Sektionen an Menschen durchgeführt und hat halt Organe gezeichnet und so weiter. Das war früher immer ein bisschen kritisch. Das war immer von der Kirche nicht so, also das war halt ethisch immer etwas schwierig, aber da war es auch wichtig, Sachen aufzuzeichnen. Wenn man aber nicht zeichnerisch so begabt ist, dann war es sicherlich wichtig, irgendwelche Hilfsmittel zu haben. Wie kann ich eine Szene aufzeichnen, obwohl ich vielleicht nicht so gut zeichnen kann? Und da war das erste die Lochkamera oder die Kamera obscura. Und das war tatsächlich, der Name Kamera kommt hier auch von Kammer, also von einem Raum, den man betritt. Denn wenn Sie jetzt in einem Raum, der dunkel ist, ein kleines Loch lassen und nur durch dieses Loch das Licht einfallen lassen, dann entsteht tatsächlich auf der gegenüberliegenden Seite ein entsprechend scharfes Bild der außenliegenden Szene. Das liegt daran, dass die Wellen, die sich im Endeffekt unscharf normalerweise überlagern, dann ausgeblendet werden und ich habe nur eine Abbildung dieser kleinen Öffnung. Und
Das Bild auf der anderen Seite wird umso schärfer, je kleiner meine Öffnung ist, aber natürlich wird das Bild auch umso lichtschwächer, je kleiner meine Öffnung ist. Und da muss ich dann halt irgendwie ein Maß finden zwischen Öffnung der Durchtrittsblende und Lichtintensität. Und dann kann ich halt hier eine Szene tatsächlich auf die Wand projizieren und dann kann ich sie zum Beispiel auch, wenn ich nicht so geübt bin, sie zumindest nachskizzieren. Ja? Denn das Schwierige ist natürlich von einem, was man visuell wahrnimmt, das mit der Hand dann auf Papier zu zeichnen, nur vom Gucken, da muss man schon ein gewisses Talent haben, da muss man halt entsprechend malerische Fähigkeiten haben. Ich habe das zum Beispiel nicht, aber wenn ich natürlich sowas projiziert habe, dann kann ich auch vielleicht so Konturen nachzeichnen. So konnte man dann entsprechend auch Bilder in einer relativ großen Ausdehnung dann auch entsprechend zeichnen. Das nur mal so als einfachste Erklärung der Lochkamera. Das ist eigentlich ganz spannend. Es bildet praktisch ab, ohne dass ich wirklich Linsen habe, aber diese kleine Blende, die wirkt halt als abbildendes Element. Dann wollte man natürlich nicht mehr hingehen und wollte das Ganze auch abzeichnen müssen. Und da kann man dann, hat man irgendwann rausgefunden, es gibt tatsächlich chemische Zusammensetzungen, die lichtempfindlich sind. Und das war, glaube ich, irgendein Kupfer- und Silbersalze. Ja, Silbersalze sowieso, die sind ja bis heute noch als lichtempfindlich. Also wenn ich zum Beispiel ein Silbersalz habe und setze es dem Licht aus, dann schwärzt sich das. Denn da gibt es chemische Veränderungen, die lichtinduziert sind. Und da gibt es dann jetzt tausend Sachen, da wollen wir auch gar nicht zu sehr eingehen. Wenn ich also jetzt auf Licht abbilde, auf eine entsprechende Fläche und da nicht zeichne, sondern da jetzt eine lichtempfindliche Emulsion habe, dann kann ich das Licht, was da einfällt, auf diese Ebene dann praktisch, auf dieser Ebene aufzeichnen, chemisch aufzeichnen. Ich brauche also eine lichtempfindliche Platte, eine chemisch lichtempfindliche Platte. Der Punkt ist natürlich, irgendwann soll der Aufzeichnungsprozess auch beendet sein. Das heißt, dieser chemische Vorgang muss irgendwann gestoppt werden. Das nennt man dann auch Fixierung. Also nachdem es belichtet worden ist, ist die Information da, dann wird das Licht weggenommen. Aber jetzt kann ich nicht in die Sonne gehen, damit mir es angucken, denn dann würde ja die Sonne wieder das Ganze halt weiter belichten. Und deshalb muss ich einen zweiten chemischen Schritt haben, der diese Lichtempfindlichkeit ausschaltet, sodass ich dann die Szene weiter habe. Da wurde viel dran getüftelt und da gibt es dann halt hier, also Johann Heinrich Schulze hat erstmal erkannt, 1720, dass Licht oder dass Silbersalze lichtempfindlich sind. Und dann hat Joseph Niepce, ich weiß leider nicht, wie man den Namen genau ausspricht, hat dann halt damit weiter experimentiert und konnte dann 100 Jahre später ungefähr tatsächlich erstmalig ein solches chemisches Bild festhalten mit einer Kamera Obscura und mit einer, was steht da oben, eine Kupferplatte mit Asphalt, Jod und Silber beschichtet und so weiter. Und das ist der Blick aus seinem Arbeitszimmer. Ja, man kann es irgendwie so ein bisschen erkennen, dass hier irgendwie Häuser noch stehen, aber trotzdem. Das hat man dann immer weiter verbessert. Daguerre hat es dann auch verbessert und man hat dann auch nicht mehr eine entsprechende kleine Blende nur gehabt, sondern man hat dann auch erkannt, dass es ganz natürlich Sinn macht, wenn ich jetzt Linsen nehme, die das Licht, was von außen kommt, auch in die Fotoplattenebene projiziere. Und dann kann ich halt auch mehr Licht reinbekommen. Also was ist der Unterschied jetzt zwischen einer Lochblende von der Kamera Obscura? Ja, da habe ich nur ein ganz kleines Lichtbündel, das sehr lichtschwach dann kommt, aber dadurch, dass ich nur ein kleines einfallendes Loch habe, überlagert sich das Licht nicht so. Es wird halt scharf abgebildet. Eine Linse hat jetzt eine große Apertur, nennt man das dann auch, einen großen Durchmesser. Wenn ich so viel Licht durchlaufen lassen würde, dann würde meine Fotoplatte in der Kamera Obscura oder in einem entsprechenden in einer entsprechenden Kammer einfach nur alles gleichmäßig belichten. Ja, wenn ich halt so hier irgendwo ein Fenster habe und halte da jetzt einfach nur eine DIN A4-Scheibe-Glas, eine DIN A4-Seite hin, dann wird die gleichmäßig beleuchtet und ich habe da keine Abbildung. Ich habe aber die Möglichkeit, mit einer Linse jetzt wieder sich überlagernde Lichtstrahlen zu trennen und genau in der Brennebene wird dann das Licht wieder sozusagen scharf abgebildet. Das Wellenfeld wird scharf abgebildet. Und genau das ist der Trick dann, den man halt bei den ersten, was der nächste Schritt zur Kamera war. Ich benutze halt optische Linsen, um dann in
der Fotoplattenebene das Bild scharf abzubilden. Ich habe jetzt viel Licht und ich habe da dann halt auch die Möglichkeit, mit viel Licht auch dann die Chemie entsprechend schnell entsprechend gut durchlaufen zu lassen. War aber trotzdem immer noch eine ziemlich anspruchsvolle und komplizierte Geschichte. Und Sie sehen halt hier, man hatte meistens dann auch das, eine Möglichkeit musste man dabei haben, um die Filme dann auch chemisch weiter zu behandeln, dass sie fixiert worden sind und so weiter. Das war dann halt alles nicht so einfach. Der Fotograf war schon eine sehr exklusive Person. Wenn man fotografiert wurde, das war schon ein Ereignis und das war auch entsprechend aufwendig und teuer. Und das war sicherlich nicht so, so häufig der Fall. Ja, ganz früher wurde man halt gemalt. Das wurden sicherlich nur Könige und Kaiser und ganz wichtige Leute. Der Normalbürger wurde sicherlich nie porträtiert oder gemalt. Dann kam das Foto, das war schon etwas verbreiteter, aber auch das war halt immer noch etwas eher für oder etwas exklusiver. Und dann war es halt ab 1900, da kam George Eastman dazu, solche Boxen zu bauen, in denen ein Film jetzt nicht mehr auf einer Platte war oder eine fotoempfindliche Schicht nicht mehr auf einer Platte war, sondern aufgerollt war. Und so konnte man dann halt auf der einen Seite den Film abrollen, immer ein Foto machen, das weiterrollen und konnte dann Bild für Bild machen. Das wurde dann von einer Rolle auf eine andere Rolle gespult und das Ganze war in so einer Box. Sie kennen es vielleicht noch, vielleicht auch nicht. Ich habe hier auch so einen Fotofilm von heute da, den zeige ich Ihnen vielleicht noch gleich ganz kurz. Da konnte man den Film rausnehmen. Diese allerersten Kameras, das waren halt geschlossene Boxen. Sie hatten so eine Box, haben sie gekauft, haben 10 Fotos gemacht und haben die Box dann zu Eastman, beziehungsweise das war dann die Firma Kodak, den Namen kennt man vielleicht heute noch, zu Kodak eingeschickt. Die haben dann im Werk den Film rausgenommen, haben ihn entsprechend entwickelt und fixiert, haben dann einen neuen Film in die Kamera eingelegt für weitere 10 Fotos und haben dann die wieder verwendbare Kamera mit den 10 Abzügen der Fotos, die sie gemacht haben, ihnen wieder zurückgeschickt. Das heißt, sie haben vielleicht 10 Fotos einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr gemacht, weil das natürlich auch ein extrem aufwendiger Prozess war. Aber damit war jetzt auf jeden Fall das Fotografieren deutlich weiter verbreitet in der Bevölkerung und man hatte damit die Möglichkeit. Und dann ging es halt weiter, dass man halt auch Kameras entwickelt hat, die dann auch entnehmbare Filme hatten. Ja, wo man den Film dann auch rausnehmen konnte, einlegen konnte, also wo dann der Benutzer selber den Film rausnehmen konnte und dann einschicken konnte und dann einen neuen Film einlegen konnte. Man muss also nicht mehr den ganzen Fotoapparat halt hin und her schicken. Und wenn man sich die Kamera oben anschaut, dann war das halt so ein Kasten und das war auch so etwas also spannend. Man musste den Kasten so ungefähr in die Richtung halten, wo man das Foto machen wollte. Man hatte vielleicht oben noch so ein kleines Fadenkreuz als Visier, aber man war nicht ganz genau sicher, wie jetzt das Licht auch durch die Linse in diesen Fotokasten dann gefallen ist. Und deshalb hat man dann diese Fotoapparate entwickelt, die 2 Objektive hatten. Und wenn man da mal sich das genau anguckt, und vielleicht aus alten Filmen kennt man die jetzt sogar noch, das sind dann solche sogenannten Sucherkameras. Da ist das untere Objektiv, ja, was wir hier sehen, das ist die Kamera. Da befindet sich jetzt hinten der Film, der oben aufgewickelt ist und dann halt immer Bild für Bild weiter transportiert wird. Und das obere Objektiv, das hat mit dem Aufnahme gar nichts zu tun, sondern dient nur dazu, dass der Fotograf von oben in die Kamera reinguckt und ungefähr dann weiß, weil die eine Linse etwas über der anderen sitzt, dass das Bild sehr ähnlich sein muss und konnte dann halt seine Szene entsprechend anvisieren und konnte dann halt auch wissen, was für Licht ungefähr in die Kamera trifft, welche Szene genau in die Kamera trifft. Das war vorher halt immer nur so ein ungefähr dahinhalten. Man hat natürlich irgendwann die Erfahrung gehabt, aber das war dann das Besondere, dass man hier eine sogenannte Sucherkamera, das heißt, man konnte auch sehen, was die Kamera aufnehmen wird. Das wurde halt durch so ein Doppelobjektiv dann entsprechend realisiert. Und das sind dann hier
ich sage jetzt schon modern, weil in meiner Kindheit war das Standard. Ich denke, dass Ihnen so eine Kamera möglicherweise schon gar nicht mehr begegnet ist, wie damals dann Film entsprechend eingelegt wurde. Aber ich kann es vielleicht Ihnen mal kurz zeigen. Ich habe so eine Kamera hier. Ja, hier ist noch ein Tablet. Ich mache mal Licht an, da sehen wir auch ein bisschen mehr. Na. Jemand an der Deckenlampe noch funktioniert. Egal. Wir sehen es trotzdem. Vielleicht nehme ich das jetzt hier mal weg. Weiß nicht. Manchmal. Ja, hier haben wir eine Kamera. Und das ist jetzt eine sogenannte Spiegelreflexkamera. Vielleicht kann ich Ihnen das auch noch mal zeigen. Die ist. Ah, nee, kann ich Ihnen so nicht zeigen. Die ist jetzt hier zu sehen. Ich habe jetzt nur noch, wie man ja sieht, ein Objektiv. Und warum heißt die Spiegelreflexkamera? Ja, in dieser Kamera ist ein Spiegel eingebaut hier, der vor meinem Film sitzt. Und ich schaue jetzt hier oben in meinen Sucher rein. Hier gibt es ein Umlenkprisma. Ja, man kann sich ja einfach theoretisch als Umlenkspiegel vorstellen, aber das Prisma macht man, damit das Bild nicht seitenverkehrt ist. Das trifft hier auf den Spiegel und guckt durch das Objektiv, wo ich ein Foto machen möchte. Und wenn ich jetzt den Auslöser drücke, ich habe also das richtige Objekt jetzt im Bild, dann klappt dieser Spiegel hoch und dann wird das Licht hier entsprechend auf den Film, der sich hier hinten befindet, dann geworfen und wird da schemisch aufgezeichnet. In dem Moment, wo der Spiegel hochklappt, kann ich aber durch den Sucher nicht sehen. Aber da ich relativ kurze Belichtungszeiten habe, irgendwie ein 60. Sekunde oder 30. Sekunde, fällt mir das nicht so auf, aber das Bild wird kurzzeitig schwarz. So arbeiten auch heute natürlich noch die digitalen Spiegelreflexkameras auch so. Das heißt, der Name kommt sozusagen vom Spiegel, der hier das Licht jetzt dann entsprechend reflektiert. Und hier hinten befindet sich dann das entsprechende Filmmaterial. Und ich kann Ihnen das jetzt vielleicht nochmal zeigen. Hier ist die Kamera. Hier ist jetzt mein Objektiv, durch das das Licht fällt. Sie sehen halt hier eine relativ große Apertur. Und Sie sehen jetzt hier auch den Spiegel. Und wenn ich jetzt mal hinten die Klappe aufmache und mache mal hier ein Foto und drücke mal drauf, dann sehen Sie, wie jetzt der Spiegel, der jetzt hier schwarz ist, halt freigegeben wird. Jetzt ist hier hinten, kann ich durch das Ganze durchgucken, weil ich kann es auch hier nochmal zeigen. Der Spiegel klappt hoch und hinten geht das Ganze auf. Ich habe jetzt hier einen Modus gewählt, dass das Bild so lange offen bleibt, wie ich ausdrücke. Wenn ich jetzt natürlich hier irgendwie auf eine 60. Sekunde stelle, dann sehen Sie, dass Sie praktisch nicht sehen, wie das Ganze hier aufgeht. So, und jetzt kann man hier halt erkennen, ich habe hier so einen Film auch gegeben. So sieht dann so eine Filmkassette aus. Ich habe tatsächlich noch einen neuen Film. Ich befürchte, der wird aber nicht mehr funktionieren. Das ist hier die Rolle. Die lege ich hier dann ein, ziehe das jetzt hier rüber und fädel das hier in einen Transportmechanismus ein. Und nach jedem Foto muss ich hier neu spannen und dann wird wieder ein weiteres Stück Film rübergezogen. Immer genau so viel, wie hier an lichtempfindlicher Fläche ist. Dann mache ich wieder ein Foto, dann ziehe ich es wieder rüber. Ich will es jetzt nicht so vormachen, weil dann vielleicht knipse ich doch im Rahmen dieses Kurses nochmal hier den Film auch voll. Wir gucken mal, ob noch was rauskommt. Wenn dann der ganze Film, der hier auf der Rolle ist, rüber transportiert worden ist, also hier auf dieser Rolle dann hängt, dann kurbel ich mit dieser Kurbel den Film wieder zurück in diese Rolle. Natürlich ist die ganze Zeit hier der Deckel zu, damit da kein Licht rankommt. Ich kurbel das wieder zurück. Und wenn es dann komplett in dieser Rolle drin ist, dann kann ich die Kamera aufmachen. Ich entnehme die Rolle und schicke die dann ins Fotolabor. Und dann wird der Film hier entwickelt. Ich nehme dann den neuen Film und lege ihn ein. Das ist natürlich deutlich komfortabler, als es früher war.
aber immer noch deutlich unkomfortabler, als wir es heute kennen. Denn wer mag heute schon, wenn er ein Foto gemacht hat, eine Woche warten, bis er die Bilder sieht? Ja, wir machen ein Foto und sehen sofort, also wir machen die Aufnahmen und sehen sofort das Bild auf unserem Smartphone, auch auf unseren Digitalkameras, die dann hinten sind. Die schließe ich dann vielleicht noch an den Fernseher an, um eine etwas höhere Auflösung zu bekommen. Aber derart arbeitet man dann heute. Und ja, bei den aufwendigen Kameras ist die Optik gleich geblieben. Das Einzige, was halt jetzt bei den Digitalkameras sich erstmal geändert hat, ist, dass hier hinten kein chemischer Film mehr eingelegt wird, sondern dass da ein Bildsensor sitzt. Ja, mit vielen 10 oder 100 Megapixeln. Und jetzt die Fotos, die Bilder, das Licht halt nicht auf chemischem Wege fixiert werden, sondern auf elektronischem Wege fixiert werden oder gemessen werden und dann digital abgespeichert werden, denn unsere Kameras haben dann ja einen digitalen Speicher, eine SD-Karte oder ähnliche Speicher, auf denen dann die entsprechenden Bilder sind. Das wäre jetzt auch vielleicht so der Punkt. Hier gibt es noch ein paar mehr Sachen. Im Übrigen, so sah dann die erste Digitalkamera aus von 1975. Und dann 1987 sehen Sie hier, hat dann halt eine normale Nikon-Spiegelreflexkamera einen Rückteil bekommen, digital, damit ich halt nicht mehr entwickeln muss. Das Ganze kostete dann schlappe 20.000 Dollar, was heute so typischerweise 34.000 Dollar sind. Also typischerweise auch so 34.000 Euro. Also so ein Rückteil für die Zeit seiner Zeit kostete halt so viel wie ein Mittelklasse-Auto. War aber dann für Leute, die da professionell arbeiteten, für Fotografen wichtig. Und die Teile hatten dann eine Auflösung von 1,3 Megapixeln, also typischerweise sowas wie 1300 mal 1000 Bildpunkte. Damit ging dann alles los. Und an der Stelle würde ich dann auch ganz gerne mit Ihnen wieder einsteigen. Sie können da gerne noch ein bisschen links und rechts lesen. Vielleicht finden Sie das ja auch ganz spannend. Vielleicht ist der ein oder andere von Ihnen auch Hobbyfotograf, digital, aber vielleicht sogar auch analog, chemisch. Ich habe da relativ wenig Erfahrung und Aktien drin. Aber wenn jemand von Ihnen sowas macht und da vielleicht auch mal ein bisschen von erzählen möchte, schreiben Sie mir einfach mal eine Mail. Vielleicht können wir das auch hier in den Kurs ein bisschen einbauen. Das fände ich auf jeden Fall sehr spannend. Ja, und irgendwann gab es dann auch Consumer-Geräte, die dann so aussahen. Sie sehen hier, auch das kennt man fast schon nicht mehr. Da wurde in die Kamera eine 3,5 Zoll Diskette eingelegt. Und auf die wurde dann digital gespeichert. Da gab es noch keine SD-Karten 1997. Typischerweise, was jetzt auch mittlerweile 24 Jahre her ist. Ja, wenn ich bedenke, da war ich schon mit dem Studium fertig. Dann war das für mich sozusagen mitten im Leben. Ich fand das seinerzeit super cool und das war so modern, das ging gar nicht besser. Sie können da sehr wahrscheinlich heute nur müde drüber lächeln. Und so ist halt der Gang der Entwicklung, bis wir heutzutage jetzt sind, dass wir in unseren Mobiltelefonen halt nicht nur eine Kamera, sondern mehrere Kameras drin haben. Dem aber auch meistens geschuldet, dass es halt Kameras sind mit unterschiedlichen Brennweiten. Dass ich dann halt irgendwie, ich kriege halt sowas leider nicht hin, so eine flexible Brennweite, sondern da muss ich dann halt verschiedene Fixbrennweiten haben und arbeite dann mit unterschiedlichen Sachen. Ja, das würde ich, wie gesagt, ich würde jetzt ganz gerne für heute Schluss machen, ein bisschen früher. Beim letzten Mal auch schon etwas früher Schluss gemacht, aber bei mir drängt es jetzt tatsächlich. Ich muss jetzt mal gleich gucken, was los ist. Ja, wenn Sie jetzt keine Fragen mehr haben oder ich würde jetzt nochmal Ihnen gerne die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ansonsten würde ich mich dann auf nächsten Montag mit Ihnen vertagen und würde aber eigentlich auf jeden Fall anstreben, dass Sie jetzt noch diese Woche mit dem Praktikum dann weitermachen, dass ich Ihnen dann zeige, wie Sie das Open Drone Labs installieren. Vielleicht haben Sie es ja schon installiert, dann ist es alles kein Problem. Dass wir da einfach einen Schritt für Schritt weiterkommen, dass sie dann auch vielleicht irgendwann schon Mitte Mai auch mal ihr eigenes 3D-Objekt erstellen können, denn das soll nachher auch die kreative Arbeit in dem Praktikum dann sein. Gut.
Wenn ich jetzt hier keine Fragen mehr sehe, ansonsten auch gerne ins Forum, auch da nochmal der Hinweis, das Forum, ich habe da jetzt nicht mehr reingeguckt, aber ich müsste eigentlich Nachrichten kriegen, wenn da jemand jetzt eine Frage reingestellt hat. Da gucke ich aber zumindest immer regelmäßig rein. Also auch gerne Fragen zur Vorlesung. Wie war das denn mit den Daguerre-Kameras oder warum das ein oder andere? Können wir gerne mal dann auch drauf eingehen. Das war jetzt nur so ein historischer Überblick mal, wie eine Kamera genau funktioniert. Das gucken wir uns dann an. Und dann natürlich, wie eine Digitalkamera funktioniert. Denn das ist unser Stecken, also unser Hauptarbeitsinstrument. Gut, dann würde ich für heute Schluss machen wollen. Ihnen noch einen schönen Tag und wie gesagt, ich lasse von mir hören, ansonsten sehen wir uns auch spätestens nächste Woche und Sie können gerne weiter im OLAD-Kurs stöbern. Wer schon vorlesen oder vorarbeiten möchte, kein Problem und auch vielleicht auch den Links ein bisschen folgen möchte. Oder wenn Sie selber interessante Sachen finden, schicken Sie mir die, ich baue die auch gerne ein. Das ist sicherlich, hat dieser Kurs keinerlei Anspruch, irgendwie auch schon vollständig zu sein. Über interessante Links freue ich mich jederzeit. Gut. Dann, wenn ich jetzt nichts mehr höre, würde ich sagen, alles Gute für Sie und bis bald. Tschüss.